Hallo, hier führe ich euch innerhalb von 7 Minuten in das phonetische Alphabet ein. Das hier vorgestellte internationale phonetische Alphabet, IPA, ist das wohl bekannteste phonetische Alphabet. Es findet für viele verschiedene Sprachen Verwendung. Phonetisch bedeutet, dass jedes Zeichen genau einem Laut entspricht und umgekehrt jeder Laut mit genau einem Zeichen wiedergegeben wird. Beispiel für einen deutschen Satz in IPA: Mein Hut, der hat 3 Ecken. Folgende Buchstaben sehen gleich aus wie im normalen Alphabet und werden auch genau so ausgesprochen: A, B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, T. Beispiel: hat. Folgende Vokalbuchstaben werden gleich ausgesprochen wie im normalen Alphabet, allerdings immer entsprechend ihrer langen Aussprachevariante: E wie in Tee oder Telefon, I wie in viel, O wie in Zoo, U wie in Hut. Ob ein Vokal tatsächlich lang ist, wird durch einen Doppelpunkt markiert: Tag versus Fass. Vokale am Silbenanfang beginnen im Deutschen mit einem Glottisschlag, das heißt mit einer kurzen Sprechpause. Alt, Ente. Eine solche Sprechpause kann es auch in der Wortmitte geben. Beenden. Für die kurzen Vokale bis auf das A gibt es besondere IPA-Zeichen: Ä wie in Bett, I wie in Fisch, O wie in voll, U wie in Bus. Weitere Vokale: Ö ist ein langes Ö wie in böse, Ä ist ein kurzes Ä wie in können, Ü ist ein langes Ü wie in Tüte, Ü ist ein kurzes Ü wie in Pfütze. Ö ist das E am Ende des Wortes oder in Vorsilben. Ein Bogen unter einem Vokalzeichen bedeutet, dass dieses mit dem Vokal davor zu einer einzigen Silbe zusammengezogen wird. Hui. Vokalisiertes R. A ist R wie in Butter. Er ist R wie in wer. Dann A wie in klar, ihr wie in Stirn, Ohr wie in Wort, Uhr wie in Turm. Diphthonge: Au wie in Bauer, Ei wie in Reise, Eu wie in Freude. Folgende Konsonantenzeichen haben eine besondere Aussprache: S wie in Stoß, W wie in Vase, Ch wie in Dach, S wie in Sonne. Das ist ein stimmhaftes S. Für folgende Konsonanten gibt es besondere IPA-Zeichen: Ch wie in ich, N wie in lang, R wie in Rast, Sch wie in Schule. Je ist ein französisches Je wie in Journalist. L und N ist ein verschlucktes E vor dem Konsonanten wie in Hummel oder kommen. Das heißt, man hört da noch nicht mal ein E. Zehntens, die betonte Silbe wird mit einem Apostroph markiert. Da im Deutschen eine Betonung auf der ersten Silbe die Regel ist, wird diese Markierung hier nur bei mehrsilbigen Wörtern vorgenommen, deren Betonung nicht dieser allgemeinen Regel folgt. BDG am Wortende werden im Deutschen PTK ausgesprochen. Das nennt sich auch Auslautverhärtung und in der phonetischen Schrift entsprechend wiedergegeben: Lob, Bad, Weg. Die Aussprache deutscher Wörter kann unterschiedlich sein, je nachdem, ob sie langsam und betont oder schnell und unbetont ausgesprochen werden. Dort oder dort,
die oder die säen oder sehen. In anderen Sprachen und Dialekten kann es noch weitere Laute geben, die hier nicht behandelt wurden. Jeder dieser Laute hat sein eigenes IPA-Zeichen. Zum Beispiel im Englischen wow versus Deutsch wow, so wie ein bellender Hund, wow, wow. Französisch orange versus orange. Jemand, der nicht Französisch kann, sagt meistens orange, um das nasalierte A zu vermeiden. Und bayerisch Saupreis versus Saupreuße. Das ist ein bayerisches R hier, das hört sich ein bisschen anders an wie das norddeutsche R, aber ich kann das nicht gut aussprechen, ich bin selbst kein Bayer. So, jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung. Auf Amazon findet ihr dieses Buch von mir mit 10 Volksliedern in phonetischem Alphabet für nur 2,99 € für den Kindle oder 4,99 € als gedrucktes Taschenbuch. Darin findet ihr Volkslieder, so wie dieses Volkslied, das ihr hier unten seht, am Brunnen vor den Tore, und noch 9 weitere Volkslieder in phonetischem Alphabet. So dass ihr das ein bisschen mehr üben könnt noch. Und diese Einführung, die ich gerade gegeben habe, die ist in dem Buch auch enthalten am Anfang. Und die Texte sind auch alle in normaler Schrift nochmal zum Nachlesen. Das war's schon. Gebt mir gerne ein Like oder schreibt etwas in die Kommentare. Tschüss.